herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute möchte ich euch ein leckeres und praktisches Börek-Rezept zeigen mit Blätterteig. Das Besondere an diesem Rezept ist natürlich, dass es schnell ist, praktisch ist und lecker schmeckt. Aber ich würde euch raten, Blätterteig im türkischen Laden zu kaufen, weil sie ein bisschen anders schmecken. Und kommen dann auch gleich zu den Zutaten. Ich habe ungefähr 500 Gramm Hähnchenbrust, habe ich in ganz kleine Stücke geschnitten. Eine rote Spitzpaprika, zwei Kartoffeln, zwei Karotten, eine Zehe Knoblauch, eine große Zwiebel klein geschnitten, bisschen Petersilie klein geschnitten, so eine kleine Schale Erbsen, die sind aus der Tiefkühltruhe, und Salz, Pfeffer, Blattpaprika. Ich werde jetzt auch die Karotten, Kartoffeln und Paprika klein schneiden. Und wir brauchen noch Blätterteig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen türkischen Laden zu finden, dann würde ich euch empfehlen, den im türkischen Laden zu kaufen. Die sind nämlich anders. Sonst könnt ihr ganz normal Blätterteig aus der Tiefkühltruhe nehmen. Ich habe Zwiebeln, Knoblauch und rote Spitzpaprika schon mal in Olivenöl angebraten und gebe die Karotten und Kartoffeln noch mit rein. Da Hähnchenfleisch nicht lange braucht, ist es egal, ob ihr erst das Fleisch anbrät oder später dazu gibt. So, jetzt gebe ich die Erbsen noch mit rein. Ich schmecke das Ganze mit Salz, Pfeffer, Blattpaprika ab. So, ich habe schon probiert, die Kartoffeln sind auch fast gar. Da die ja noch im Ofen gebacken werden, reicht das aus. Ich mache schon mal den Herd aus. Jetzt gebe ich zum Schluss Petersilie noch mit rein und vermische das Ganze schön miteinander. Wer keine Petersilie mag, der kann die natürlich auslassen. Ich habe jetzt meinen Blätterteig auf einen Teller gegeben und werde die dann jetzt mit der Füllung einfach befüllen. Jetzt bestreiche ich die mit Eigelb und gebe die dann bei 180 Grad in den Ofen. Die werden dann schön goldbraun gebacken. So, ich habe mein Gebäck jetzt aus dem Ofen rausgenommen. Sieht richtig super, super lecker aus. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen hat. Probiert das unbedingt aus. Ihr könnt natürlich auch statt Hähnchen Lammfleisch nehmen oder Käsefüllung. Je nachdem könnt ihr das beliebig auswechseln. Euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr könnt mir natürlich auch auf meine Facebook-Seite und Instagram-Seite folgen. Ich würde mich über eure Fotos auf meiner Instagram-Seite freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du den jetzt abonnieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.